Es brennt. Und oft, ja meistens, ist es der Mensch selbst, der Brände verursacht, weil er Verbote und Gebote nicht beachtet. Feuer! Feuer! Wenn es aber brennt, sollte jeder wissen, was zu tun ist und unter keinen Umständen kopflos handeln. Los, los, hol noch einen! Denn oft kann ein Brand mit den vorhandenen Löschgeräten schon im Entstehen gelöscht werden. Mein lieber Mann, das ist noch mal gut gegangen. Junge, das hätte was geben können. Ob's aus ist? Ich glaube ja, da muss doch irgendein Kerl wieder drauf kommen. Was ist denn hier los? Der Brand hat sie sich doch. Paul ist nichts in Ordnung, Alter. Ja, warum nicht? Besser als ein Großbrand. Ob es auch wirklich aus ist, kommt mir manchmal vor. Na, kannst ja noch mal nachschauen. Ja, tue ich, wenn ich fertig bin. Verflixt was in meiner Seife. Feuer, Feuer, löscht drauf raus. Bin ich mir es doch also, gedacht. Sowas. Komm, lass hängen. Ja, das ist raus. Wirklich. Den erwisch. Hoffentlich schaffen wir es noch mal. Ja, hätten sie gründlicher nach Glutresten und Brandnestern nachgesehen. Feuer im Schuppen, Tor 8, Löschhilfe anfordern. Feuer? Ich alarmiere die Feuerwehr. Stellt einen Posten an die Einfahrt. Ja, ich komme sofort. Aus hat keinen Zweck. Komm, mach den Band hier dran. Auf das. Los, los, was ist denn? Wandhydrant? Ja, aber in Ordnung müsste er sein. Komm, der Schlauch hat ein Loch. Stimmt genau. Warum? Heute ist aber alles da. Keine Schlauchpflege. Und retten, was zu retten ist. Alles antreten mit Atemschutz. Was ist mit der Lok? Die Wagen müssen schon abgezogen unterwegs werden. Was brennt denn? Ladegut im Schuppen. Ein Zielrohr in Stellung. Zweites Rohr durch die Halle auf die Rampe. C-Rohr zur Rampe auf der Gleisseite. Zum Schutz der Betriebsanlagen gegen durchbrechendes Feuer. Wartet mal ab. Ja, gut, in Ordnung. Weiter, weiter gehen bitte. Bitte gehen Sie noch weiter, Sie können hier nicht durch. Weiter gehen bitte. Nein, nein, wir rücken gleich ab. Brandwache wird von hier gestellt. Hol dir den Fritz. Wir übernehmen dann die Brandwache. Mach ich. Fritz! Also, wir sind fertig. In Ordnung. Wir übernehmen dann die Brandwache. Geht in Ordnung. Abbauen. Gut. Abbau. Liegen lassen, liegen lassen. Und da ist auch schon die Kriminalpolizei an der Brandstelle. Sie interessiert sich für die Brandursache. Wagner Kriminalpolizei. Meierhofer. Na? Wo ist denn der Brand entstanden? Doch, vielleicht. Die Brandursache ist aber noch nicht ermittelt. Haben Sie Zeugen? Eine ganze Reihe. Ja. Ich habe sie hier behalten. Sie warten oben. Also, ich bin nicht sicher, aber Selbstentzündung scheidet, glaube ich, aus. Ich glaube. Sorgen Sie dafür, dass hier nichts verändert wird. Ja, ja, wir beginnen mit der Zeugenvernehmung.
Was haben wir gesagt? Oft, ja meistens, ist es der Mensch selbst, der Brände verursacht. Wie hier. Ölige und verschmutzte Putzwolle wird achtlos in die Schublade geworfen, anstatt in die besonders dafür aufgestellten Behälter. Und das sind die Folgen. Selbstentzündung. Feuer! Feuer im Schuppen 2! Achtung, Feueralarm Schuppen 2. Das will ich auch. Achtung, Feueralarm Schuppen 2. Nun, wie steht's? Schaffen wir das allein? Ja, ja. Dann brauchen wir die Feuerwehr nicht mehr. Nein, die ist aber schon unterwegs. Na, dann werde ich jemanden zum Tor schicken. Ist ja alles schon in Ordnung. Tut mir leid, jetzt haben wir sie umsonst geholt. Lieber die Feuerwehr einmal mehr alarmieren als einmal zu wenig. Doch weiter. Durch Schweißen entstehen nachweislich die meisten Brände. Wir wollen ihm mal zusehen, wie er das macht. Richtig. Nach dem Schweißen ablöschen. Aber richtig und ganz und gar ablöschen und nicht nur ein bisschen an der Oberfläche nass machen. Da haben wir es. Ein Brand entsteht. Warum? Weil die Schweißstelle nicht vollständig abgelöscht war. Und wenn niemand rechtzeitig dieses kleine Feuer entdeckt, wird fast immer in kürzester Zeit ein Großbrand daraus. Ein Großbrand, der nun den Einsatz der Feuerwehr erfordert. Kleine Ursachen, große Wirkung. Das Feuer ist zu löschen, aber der Brandschaden bleibt. Feuer im Zug. Das kommt bei der Eisenbahn zwar selten vor, aber wenn es mal passiert, was dann? Im einfahrenden 1835 brennt ein Abteil im letzten Wagen. Ja, es brennt in 1835. Alarmieren Sie die Ortsfeuerwehr und die Bahnfeuerwehr. Ich gehe zum Bahnsteig. Es brennt in 1835. Ja, ich weiß schon. Bitte bleiben Sie ruhig. Es ist keine Gefahr. Lassen Sie das, der Wagen wird abgezogen. Nach Gleis 5! Bis jetzt haben sich die Männer richtig verhalten, aber die Wagentüren blieben offen. Die müssen zu, wenn es irgend möglich ist. Richtig war es auch, an die Ladestraße zu fahren, um die Hauptgleise freizumachen und der Feuerwehr die Anfahrt an das brennende Fahrzeug zu erleichtern. Beim Löschen solcher Brände unter der Fahrleitung darf niemals vergessen werden, gleichzeitig die Fahrleitung gegen Brandeinwirkung zu schützen. Wie hier durch das Übersprühen des Brandherdes mit einem C-Strahl. Habt ihr abgeschaltet? Nein, ist aber verlangt. Seid ihr denn lebensmüde? Ist doch verboten. Ja, das war mal. Nach dem neuen Merkblatt VDE 0132 braucht nicht mehr abgeschaltet zu werden, wenn mit dem Sprühstrahl der Schutzabstand 2 Meter und beim C-Vollstrahl 5 Meter eingehalten wird. Deshalb fange ich sofort mit dem Löschen an. Sie wissen selbst, dass es auf jede Minute ankommt. Natürlich verlange ich aus Sicherheitsgründen sofort das Abschalten. Aber das kann einige Minuten dauern. Abgeschaltet, geerdet.
In Ordnung, aber mit Vorsicht. Aber den Vorteil wollen wir daraus nutzen, oder? In den Werkstätten stecken in den verschiedenen Arbeitsvorgängen erhebliche Brandgefahren. Heiße Tauchbäder, Spritzanlagen, Schweißen und Brennschneiden mit seinem sprühenden Funkenregen. Und nicht immer kann ein Entstehungsbrand mit dem Fuß ausgetreten werden. Davon haben wir noch nicht gesprochen. Sauberkeit ist besonders wichtig zur Verhütung von Bränden und intakte elektrische Installationen. Besonders bei der Holzverarbeitung, wo sich Späne, Säge und Schleifmehl geradezu für einen Brand anbieten. Aha, er hat was gemerkt. Was nun? Richtig, den Handfeuerlöscher und ran. Und die Brandursache? Die Abzweigdose, Schalter raus und ablöschen. Spinne am Morgen? Stimmt nicht. Verdreckte Werkstatt und schadhafte, offene Abzweigdose. Das waren die Ursachen. 42.000 Kesselwagen laufen in unseren Zügen und rollen über unsere Gleise. Die meisten von ihnen befördern ein feuergefährliches Ladegut. Wenn nun einer undicht wird und seine Ladung ausläuft, was dann? Immer droht dann höchste Gefahr, Brandgefahr. Alarm geben, Alarm an alle und sofort selbst eingreifen. In 56 ja. Kesselwagen. Nein, 56, lecken. Moment mal. Schon passiert, es brennt, ich gebe Feueralarm. Selbst angreifen mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Und abkuppeln, wenn es noch geht. Nimm den nächsten Wagen. Besonnen bleiben und die Wagen weit genug aus dem Gefahrenbereich abziehen. Es zeigt sich bald, die eigenen Kräfte reichen nicht aus. Schadet nichts. Versuchen, die Brandausdehnung zu verhindern, bis die Feuerwehr kommt. Sie ist auch für das Löschen solcher Brände ausgerüstet. Benachbarte Fahrzeuge müssen sofort gegen Strahlungshitze und überschlagende Flammen geschützt werden. Die hier vergaßen die besonders gefährdete Stirnseite. Nur die Seitenwand abdecken ist eine halbe Sache. Da, die Ladung ist durch Hitzestrahlung im Innern entzündet worden. Dieser Brand entstand, dafür gibt es viele Ursachen. Es brennt aber auf dem Gelände der Bundesbahn und sie ist verpflichtet einzugreifen. Schön, Geising. Was? Wiederhole, Böschungsbrand bei Kilometer 28,9, Gefahr eines Waldbrandes. Hast du gehört? Alarmier du die Feuerwehr, ich rufe die BM an. Was hatten wir gesagt? Eingreifen. Angreifen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, bis Hilfe kommt.
Zimmerer BM1. Reis. Die Löschlok ist schon unterwegs. Das ist gut. Wir haben nur 2,5 Kubikmeter Wasser. Unser Wasser ist gleich verbraucht. Nehmen Sie das Wasser aus dem Tender, das sind 20 Kubikmeter drin. Jawohl. Halt, nicht so weit. Anschließen und abwarten. Hast du? Mach schon, gib her. Aus, abbauen. Da ist der Kilometerstein. Und wo meinen Sie, hat das Feuer angefangen? Da drüben. Gehen wir mal. Das waren einige Beispiele, wie man Feuer erfolgreich bekämpfen kann. Die Löschmethoden, Löschmittel und Geräte haben sich zu einem hohen Stand entwickelt. Bei allem fachlichen Wissen und Können darf aber eins niemals außer Acht gelassen werden. Die Gesundheit des Menschen ist wichtiger als die Rettung von Sachwerten. Es gilt auch hier die alte Seemannsregel: eine Hand fürs Schiff, eine Hand für dich. Mit anderen Worten, bei aller Einsatzfreudigkeit niemals die eigene Sicherheit außer Acht lassen. Die Gefahren für die Männer am Brandherd sind zahlreich und unter Umständen groß. Gebäude stürzen ein. Und wer sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringt, bringt sich selbst um sein Leben. Rauch, Reiz und Giftgase werden gefährlich, wenn man sich nicht gegen sie schützt. Vorsicht vor Wasserdampf, auch Löschwasser verdampft. Explosionen und Verpuffungen sind leicht möglich und können die Löschmannschaft gefährden. Wird in der Nähe elektrischer Anlagen, insbesondere der Fahrleitung, gelöscht, so müssen unbedingt die hierfür erlassenen Vorschriften eingehalten werden. Achtet immer auf die Gefahrensymbole. Sie sprechen eine deutliche Sprache. Bei Löscharbeiten in Gleisnähe oder wenn Gleise überquert werden, immer auf Fahrzeuge achten. Wassermarsch! Na Emil, wie geht's? Der Wasserstrahl entwickelt einen erheblichen Rückstoß. Also immer mehrere Mann einsetzen. Am C-Rohr 2 Mann. Angelehnte Leitern müssen rutschfest aufgestellt werden. Aber denkt daran, sie sind trotzdem ein unsicherer Standplatz. Von solchen Leitern darf nicht gespritzt werden. Achtet auf eure eigene Sicherheit. Es gibt noch mehr Unfallgefahren aus verbotenen Handlungen. Werden bei Bränden Menschen bedroht, so ist ihre Rettung das erste Gebot. Und noch eins. Gutes Werkzeug, gute Arbeit.
Gutes Werkzeug bringt Sicherheit. Die Pflege von Gerät und Fahrzeugen sollte selbstverständlich sein. Ja, das wär's für heute.